Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Space Engineers im Nerdzeitalter. Wir haben ja beim letzten Mal wieder ein bisschen Ablenkung erfahren, aber ihr seht schon, die ist hier weg, da hat sich inzwischen den Folgenmarkus rumgekümmert. Und was wir jetzt machen wollen, nachdem die Ablenkung weg ist, kümmern wir uns jetzt mal um das, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, nämlich wir wollen hier irgendwie dafür sorgen, dass unsere Schiffe automatisch ein- und ausparken können. Und wir fangen mit dem Frachter an, weil wir den am meisten irgendwie hin und her schippern. Warte mal. Super, geht's natürlich gleich hier wieder direkt mit dem freundlichen Hüsti los. Was wir als erstes mal brauchen, ist auf jeden Fall ein wunderschönes Beacon. Und da nehmen wir natürlich, weil es geht, das neue. Warum habe ich jetzt eine Laserantenne auf Tasche? Okay, Moment mal gerade. Da müssen wir noch mal ganz kurz hier Zeug ausladen. Oh ja, ich habe, wie gesagt, das Schiff zerlegt. Okay. So, nochmal alles raus. Und dann gucken wir nochmal, dass wir das jetzt irgendwie richtig machen. Also Round Beacon. Sehr gut. Jetzt haben wir alles dafür einstecken. Und ja, jetzt müssen wir das an die Decke kleben. Problem ist, wir haben hier noch gar keine Decke. Vielleicht ist es auch gar nicht schlimm. Weil eigentlich könnten wir es auch genauso gut dahin packen. Ist mir nur wichtig, dass es so halbwegs über der Mitte des Schiffs ist. Das wäre übrigens... Was habe ich denn da gemacht? Stopp mal. Ja, nö, die sind komplett besser. Die sind nicht richtig. Das müssen wir dann auch mal bei Gelegenheit umbauen. Ach, ich glaube, weil ich hier... Ja, okay, ich sehe, wo es herkommt. Damit das der Abstand hier gleich bleibt, habe ich das offensichtlich getan. Okay, machen wir anders. Wir schnappen uns jetzt einfach mal hier. Und gerade siehst du, gut, dass wir es gemacht haben. Weil ich wollte mal Maß nehmen, wo hier in etwa die Mitte ist. Und das müsste jetzt hier der Fall sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie bin, das heißt 1, 2, 3 nach links, 1, 2, 3 nach rechts. Und wenn ich jetzt nach oben gucke, okay, wenn ich nach oben fliege, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich die Mitte getroffen habe. Na doch, müsste. Kommt da an, gescheitert schon wieder ein Assert. Ich hoffe, der lässt uns in Ruhe. So, wie viel Platz ist noch bis hinten? Schon noch eine ganze Menge. Machen wir das erstmal so. Und dann kommt das Beacon hier hin. So, dann lassen wir das mal da unten hängen, ne? Würde ich sagen. Einfach weil. Fände ich ein bisschen schöner. Jetzt mal nur eine Frage. Ja, wenn ich das richtig sehe, hängt das sogar tatsächlich. Das war nicht geplant. Aber es scheint relativ mittig. Na, ich gucke nochmal, wenn ich von da schaue. Nee, es müsste, glaube ich, noch einen weiter rüber. Wahrscheinlich werde ich es dann auch wieder versemmelt haben, aber egal. Die Idee ist, dass es dann halt eben auch so ein bisschen halbwegs mittig über diesen... Ja, gut, es ist kein wirklicher Gang insofern. Schwer zu sagen, ob das passt, aber
So, dann hätten wir das hier. Das kriegt jetzt auch einen Namen. Das ist nämlich jetzt nicht mehr Round Beacon, sondern das ist Beacon Lane 2. Das muss auch nicht weit leuchten. Das kann irgendwie gerade noch, was weiß ich, 50 Meter haben. Weil, ja, sonst, wir haben eh schon das Problem. Wie war das mit den 50 Metern? Lol. Funktioniert ja gut. Okay, da fliegt schon wieder so ein Transporter. Ich hoffe, der kommt auf die Idee, sich mal schön schnell zu verpissern, weil ich will gerade eigentlich gar nichts mit dem zu tun haben. Okay, also. Frage, warum haben wir das hier mit dem Beacon gemacht? Ganz einfach, das Beacon ist, wird die relative Position, und da geht es jetzt darum, für die Blöcke, die sich jetzt hier damit auseinandersetzen sollen, wie sich unser Schiff von selbst bewegen soll. Das heißt, wir schnappen uns mal hier eine Ladung an AI-Blöcken, respektive die Teile dafür im Large Grid. Und wir brauchen natürlich erstmal den Move Controller. Und wir brauchen einen AI-Recorder. Das ist schon mal das Bare Minimum von dem, was wir irgendwie verwenden müssen. Mal gucken, ob das schon reicht oder ob wir dann auch irgendwie mit noch ein paar anderen Blöcken arbeiten werden. Das weiß ich noch nicht genau. Das werden wir hier rausfinden, wenn wir die ganze Sache hier lösen. Ich glaube, eine Ahnung zu haben, wie das hier zu laufen hat, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Zufälligerweise haben wir hier unten zwei wunderschöne Einbuchtungen. Theoretisch hätten wir die auch da oben, aber ich glaube, ich nehme die da unten. Ja, die Katze ist wieder am Rummöbeln, warum auch immer. Gut, es ist eine Katze. So, und zwar kommt unser Recorder hier rein. Wir müssen hier auf jeden Fall darauf achten, dass vorne links rechts richtig ausgewählt ist. Und der Move Controller ebenfalls. Auch der hat einen Front links, links rechts. So, der kommt da rein. Und der kommt da rein. So, jetzt wird es ein bisschen witzig. Oder nö, eigentlich nicht. Ich glaube, es dürfte eigentlich relativ straightforward werden sogar. So, und zwar müssen wir jetzt aufzeichnen, dafür haben wir den Recorder gebaut, wie dieses Schiff fliegen soll. Ich hoffe, ich kriege es mit einem hin. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf eine zweite Toolbar. Und zwar, was brauchen wir auf der Toolbar? Ein paar Dinge. Erstens brauchen wir unsere Gyroskopgruppe. Wieder. Die setzen wir auf Override an aus. Warum wir das machen? Ganz einfach. Das Schiff ist gerade sehr schön gerade ausgerichtet. Bevor ich den ganzen Kram hier aufnehme, werde ich die Gyros ausschalten, damit ich nicht versehentlich mit der Mausbewegung irgendwie das Schiff drehe. Zweite Aktion, die wir brauchen. Der Recorder Controller, und dem sagen wir, war das? Record on off. Damit werden wir gleich unseren Startpfad aufzeichnen. Und den Move Controller brauchen wir in der Sekunde eigentlich gar nicht. Aber eine Sache brauchen wir noch. Wir brauchen auf jeden Fall einen von den 10 Millionen Connectoren. Und momentan ist, glaube ich, der Docking Right. Der müsste angeschlossen sein. Nein. Input left. Okay. Ja, das ist der left, der kann es nicht sein, das muss der right sein. Okay, passt. Der ist richtig angeschlossen. Gut. So, was machen wir jetzt? Wir schalten zuerst den Override für die Gyros an, damit wir das Schiff nicht drehen. Jetzt sagen wir, ganz kurz nachdenken, warte kurz, ich muss mal in den Recorder rein. Nein, Recorder mit C. Und wir schauen mal gerade, Rekordintervall. Kann ich ihn auf eine Sekunde setzen? Nein, es muss mindestens 1,7 sein.
Weißt du, was man einfach cancelt, dann haben wir einen Standardwert. Minimaldistanz, 1 Meter. Ja, können wir erstmal machen. So, das Reference Beacon ist HSG Beacon Lane 2. Das ist wichtig. Und dann können wir auch eigentlich schon loslegen. Achso, er hat noch keinen Move gehört. Das ist okay, die brauchst du gerade auch noch nicht, glaube ich. Wobei, wir schauen mal. Wir schalten ihn mal an. So, er sagt, er kriegt im Moment kein Move-Zeug, weil nichts an ist. Wenn ich den hier anschalte, dann sagt er Idle und dann sagt der Move-Controller. Dann ist er jetzt auch glücklich. Okay, sehr gut. So, ich muss allerdings, glaube ich, in dem Recorder erstmal das Behavior noch ausschalten, weil wir müssen ihn erstmal aufnehmen. Noch weiß er ja gar nichts von seinem Glück. Das heißt, wir werden jetzt Folgendes tun. Wir sagen erstmal, Override ist an, das haben wir schon gemacht. Dann sagen wir starten die Aufnahme. Wir drücken einmal auf Entlocken, gehen ein Stück nach links und dann fliegen wir jetzt kerzengerade aus. So, dann soll er noch ein Stück nach vorne, soll hier ein bisschen in die Seite fliegen. Und soll nochmal geradeaus. So, sehr schön. Und das war's eigentlich schon. Das heißt, wir können die Aufnahme wieder anhalten. Beziehungsweise wir machen noch was. Wir drücken jetzt nochmal auf den Knopf für den Connector und jetzt schalten wir ihn erst ab. Warum? Dazu kommen wir gleich. Ich muss aber mal ganz kurz den Akku wechseln. Sekunde. Okay, weiter geht's im Programm. Und zwar ist die Idee, dass ich ein und denselben Flight Recorder, also den ein und denselben Part benutze, um das Landen und Starten mit einem Recorder hinzukriegen. Alternativ könnte ich natürlich zwei setzen und dann sagen, okay, in einem Fall machen wir so, in einem Fall machen wir so. Finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen doof. Wenn wir jetzt mal unseren Flight Recorder reinschauen, dann sollten wir sehen, ich mache übrigens mal Show on HUD an und wenn, ne, stopp, das machen wir mal noch nicht an. Jetzt sehen wir haben hier zwei Wegpunkte. Warum habe ich zwei Wegpunkte, bevor der Connector überhaupt irgendwas getan hat? Das ist ein bisschen dämlich. So, wir können hier mal sagen, Show Path on HUD. Das ist, sollte jetzt, dann sollten wir jetzt auch den Pfad gleich sehen. Muss ich nur irgendwas anschalten? Ja, Show AI Functions muss ich auch noch anmachen. Und rein theoretisch sollte er mir jetzt eigentlich anzeigen. Vielleicht muss ich hier auch trotzdem schon hat hier auch noch mal machen. Habe ich eigentlich. So, das mit dem Connector hier stört mich massiv. Ich hoffe, dass das funktionieren wird. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Am liebsten würde ich nach oben schieben können, aber das geht nicht. Ich könnte einen Wegpunkt löschen. Das wäre noch eine Idee. Naja, wir gucken erstmal, was passiert. So, jetzt ist aber folgendes, wie war das denn? Wir möchten auf jeden Fall irgendwann mal einen Precision Mode anschalten. Das heißt, jetzt schauen wir hier nochmal rein. Kann ich hier eigentlich was hinzufügen? Ja, ich kann eine Aktion hinzufügen. Das heißt, an der Stelle möchte ich ihm sagen, jetzt lass ganz kurz nachdenken, hier soll er den Precision Mode anmachen. Oh, ich habe genau eine Aktion drauf. Das ist jetzt aber auch dünn. Hm. Nee, eigentlich müsste er sogar umschalten. Geht das? Habe ich die Aktion? Precision Mode on off. Perfekt. Und dasselbe machen wir dann nochmal beim letzten Wegpunkt. Hier. Ja toll, jetzt haben wir ja schon das Problem. Hier können die nur eine Aktion draufziehen. Das heißt, da brauchen wir schon irgendwie einen Timer-Block.
Blöd. Okay, dann schmeißen wir das erstmal noch raus. Das müssen wir anders lösen. Wobei, was wir tun können, wir sagen einfach, okay, fuck it, wenn du da meinst, da hier schon voll zu sein, dann machst halt einfach einen Wegpunkt vorher, dann ist es auch okay. Move Controller, Precision Mode. Was macht der Precision Mode? Der ist dafür da, dass das Schiff versucht, genauer zu fliegen, dafür aber langsamer. Was an der Stelle vollkommen in Ordnung ist. Eigentlich theoretisch können wir den sogar die ganze Zeit anschalten. So, die Sache ist jetzt, wenn wir jetzt zurückfliegen wollten mit dem ganzen Ding, müssten wir jetzt eigentlich nur sagen, dass wir einmal die Reihenfolge der Punkte umdrehen. Dann gehen wir in den Move Controller. Sagen dem AI Behavior anschalten. Speed Limit, ja, ich glaube, mehr als 20 Meter pro Sekunde auf gar keinen Fall. Planetare Gravitation kannst du ignorieren, weil die gibt es nicht. Collision Avoidance. Ja, die werde ich ausschalten müssen. Weil wir so nah an dem ganzen Kram dran sind, dass er sich ansonsten nicht getraut zu fliegen. So, und jetzt guck mal, was passiert. Er fliegt in Fahrt zurück. Ich bin tatsächlich begeistert, dass er... Ja. Ja. Das hat ja großartigst funktioniert. Also kurzum, AI-Blöcke für solche Optionen gehen richtig gut. Ja, und jetzt hat das Schiff verklemmt, der Vollidiot. Okay. Gut, danke für die Info an der Stelle. Ich glaube, das Experiment können wir instant abbrechen. Das funktioniert so nicht. Du schaltest dich jetzt bitte erstmal aus. Das war's für dich. Na gut, vielleicht versuchen wir es nochmal irgendwie. Wobei, das Problem ist ja... Also er hat sich auf jeden Fall schon mal die Flugrichtung gemerkt. Das ist ganz schön. Alter. Einfach nur Alter. Hier hat sich die Catwalks zerlegt. Und er hat sich ein komplettes Triebwerk kaputt geflogen. Ey, da krieg ich doch einen Föhn. Mein gut, Triebwerkskomponent ist jetzt nicht so das Problem, davon haben wir genug. Ich könnte höchstens versuchen, das Schiff zuerst nach oben fliegen zu lassen. Und dass es sich dann auf den letzten Metern absenkt, das können wir nochmal probieren. Ich meine, im schlimmsten Fall geht uns halt nochmal irgendwas kaputt, was soll's. Ich meine... Wir haben hier 10.000 Triebwerkskomponenten. Hier nochmal 4.000. Und dann nochmal fast 10.000. Und hier nochmal 2.000. Entschuldigung. Das ist gerade wieder sehr, ja. Ich gerade wieder sehr der Frosch im Hals drin. Ja, also kurzum, das hat ja schon mal großartig funktioniert. Das Schiff hat sich erstmal einfach schön komplett selbst zerschrotet. Da freue ich mich hier tierisch drüber. Ja, benutze AI-Blöcke. Die sind so viel cooler als der alte Remote Control Block. Das ist der Shit. Yay. Mhm. Ja. Vor allem, wir waren schon im Precision Mode. Ach, tolles Jump Drive hat's auch noch geschossen. So, jetzt müssen wir das Metall ein bisschen ausbeulen. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, der Frachter, der leidet auch immer wieder, ne? Ist euch sicherlich auch schon aufgefallen. Ja, schade. Och, das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass das irgendwie so nicht schön läuft. Okay, wir versuchen es tatsächlich aber trotzdem nochmal.
Koste es, was es wolle. Das gebe ich mir jetzt nochmal. Ich versuche es tatsächlich mit Abdocken ein ganz kleines Stück nach links und dann nicht geradeaus, sondern nach oben. Vielleicht hilft das irgendwie. Wobei ich dann schon kommen sehe, dann bleibt er mit irgendwas anderem hängen. Groß mit was hängen bleiben. Hier müssen wir dann auch gleich nochmal durch. Da sind Sachen kaputt gegangen. Ja, okay. Also ich sag's mal so, wenn das der Zustand, wenn das irgendwie das Benchmark wäre, was heutzutage mit AI möglich wäre, dann müssen wir uns auf jeden Fall über Skynet und dermaßen keine Gedanken machen. Das steht für mich so ein bisschen fest. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir hier noch alles, was wir reparieren müssen. Da muss noch mal ein Deko, also ein Interior Block rein. Hier kommt dann einfach ein Schräger hin. Okay. Construction Points in die Lampe zu reparieren, das ist ja peinlich. So, und dann brauchen wir noch, hat man gesagt, den Interior. Also den da. Ich weiß nicht, ob dahinter noch irgendwas war. Müsste ich mal auf der anderen Seite vorsichtig anflexen und irgendwie schauen. So gut, dass wir Bildwischen haben. Damit wäre das auch schon mal wieder okay. Hier müssen wir nochmal zubauen. Ah, da ist hier auch noch alles geschrotet. So, damit ist der Schaden schon mal wieder behoben. Weitestgehend. Ja, ist aber schön. Also ich sag mal so, wofür der AI-Kontrollblock richtig hervorragend funktioniert, ist auf jeden Fall schon mal hier irgendwie mich zum beim Einparken zu ersetzen. Achso, ich habe ja noch die Dings ausgeschaltet. Das könnte natürlich jetzt auch ein Problem gewesen sein, dass er keine Chance hatte, sich zu drehen. Okay, das probieren wir nochmal. Aber erstmal docken wir die Schüssel wieder an. Ja, das kann tatsächlich jetzt gerade ein Fehler von mir gewesen sein. Sekunde. Jetzt erstmal schön über die AI-Blöcke abgerantet und dann festgestellt, der Vollidiot hat halt auch vergessen, irgendwie den Override abzuschalten. Ja. So, dann gucken wir jetzt mal ganz kurz durch die Kamera durch. Ich glaube, die 7 war es. Nein. Doch, muss die 7 sein. Weil sonst würden wir die Wand nicht sehen. So, vorsichtig ran. Stück runter und nach rechts. Ja, okay, jetzt hat er. Wir docken an. Okay, auf die Gefahr hin, dass es in die Hose geht. Schauen wir nochmal. Vielleicht, ja. Vielleicht ist der AI-Block ja doch nur so schlau wie das, was man ihm sagt. Und das war in meinem Fall jetzt natürlich eben jetzt auch nicht gerade sehr schlau. Das heißt, wir sagen, wir drehen die Reihenfolge um. Das müssen wir tun, weil wir jetzt wieder raus wollen. Der Move-Controller geht an. Und wir sagen dem Flight Recorder Play.
Okay, das mit dem Rausfliegen hat schon mal ganz gut ausgesehen, außer dass da gerade irgendwie... Irgendwas hat da gerade ausgesehen, was kaputt gegangen und runtergefallen ist. Das sollten wir vielleicht noch überprüfen, bevor wir zurückgehen. So, und jetzt hat das Ding seine Position. Gut. Erstmal. Den lassen wir mal ganz kurz da stehen. So, mal ganz schnell nachschauen. Wie sieht es hier aus? Da gab es ein bisschen Parkrempel anscheinend. Hier hinten ist alles in Ordnung. Auf der anderen Seite hat übrigens noch ein Block gefehlt, ne? Genau. Da ist auch erstmal alles okay. Hier mobsen wir mal ganz kurz die Farbe und setzen natürlich hier noch den verunfallten Block zurück. So, jetzt schauen wir mal. Irgendwie, das hat auch ausgesehen, als ob hier was runtergefallen wäre. Ja, da ist was runtergefallen. Das war eine Menge Schrott. Die Frage ist, kam der von vor oder von nachher? So, da sind auch ein paar Teile kaputt. Genauso wie hier. Da hat es auch noch... Ich repariere die mal durch, bevor wir hier zurückfliegen, weil sonst haben wir gleich keinen Steak mehr. Steak, schön. Nee, ihr wisst schon, den anderen. So, das sollte eigentlich reichen, um hier nochmal irgendwie weitläufig irgendwie durchzureparieren. Stahlplatten für die Beamblöcke, die haben wohl auch ein bisschen was abbekommen. Naja, kriegen wir hin. Es ist nicht so, dass uns irgendwie massiv an Stahlplatten mangelt. Zumal wir auch irgendwie schon wieder reichlich Wracks zerlegt haben. Okay, das sieht doch schon wieder besser aus. Hier ist auch noch ein bisschen was kaputt, okay. So, schon mal besser. Oh, hier ist einer, hier hat es einen komplett zerschossen. Naja. Auch das werden wir sicherlich gelöst kriegen. Das ist jetzt irgendwie kein großer Beinbruch. Aber wir sollten es auf jeden Fall reparieren, bevor wir jetzt hier wieder irgendwelche Landeversuche machen, weil falls die auch in die Hose gehen sollten. Dann, ja. So, die Teile holen wir auch nochmal schnell ab. Komm, einfach weil. Okay. So, jetzt die Rolle rückwärts. Wir dürfen alle sehr gespannt sein. Ja, apropos gespannt, hier ist schon wieder natürlich auch noch ein Container kaputt. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem bei diesem Schiffsdesign. Das muss ganz, das sieht cool aus, finde ich, immer noch, aber die Container sind halt dermaßen exponiert. Die nehmen einfach ständig Schaden und das finde ich ein bisschen schade dran. Wie schaut es hier aus? Da ist wohl noch alles gut. Da schon nicht mehr. Ja, vielleicht wird es auch Zeit, sich irgendwie auf Frachtertechnik nochmal ganz neue Gedanken zu machen. So, okay. Da hätten wir schon wieder alles am Start und dann würde ich sagen, Hals- und Beinbruch. So, wenn wir jetzt wieder zurückgehen in den Remote, Quatsch, den Recorder. Oh,
guck mal, da hat es noch eine Batterie angeschossen. Das müssen wir dann auch noch hinkriegen. So, dann sagen wir jetzt wieder AI-Behavior. Nein, erst sagen wir natürlich, dass wir hier die Wegpunkte wieder zurücksetzen, also umkehren. Reverse Order. Sagen On und Play. So, dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt besser funktionieren wird oder ob jetzt wieder hängen bleibt. Das macht damit ein bisschen viel Schmackes. Ja. Ja, okay. Also, da helfen auch nicht die Gyroskope. Das war gerade ein Riesen. Das war gerade irgendwie Riesending. Aus. Move Controller. Aus. Alter. Okay, das ist ein Trauerspiel. Also, wir merken uns, wenn wir hier solche Landebuchten haben, dann können wir die AI-Blöcke einfach komplett vergessen. Weil was dabei rauskommt, ist das hier. Gut, ja, das wissen wir jetzt. Schön. An der Stelle erstmal wieder danke fürs dabei sein. Danke fürs Zuschauen. Der zwischen den Markus, Folgen Markus kotzt jetzt schon. Und ja, bis bald wieder. Ciao.